Guten Morgen, Herr Bücker. Ja, hallo, Herr Dr. Bauer. Herr Bücker, wir sind heute hier im Bereich des Neffelbachs. So ist es. Nun ist ja der Neffelbach reich an Sehenswürdigkeiten. Wir haben also Reste des römisch-keltischen Bergbaus hier im Badewald. Wir haben zahlreiche Mühlen entlang des Neffelbaches. Nur, ich muss sagen, wenn ich den Neffelbach heute sehe, ist das ja ein kleines Rinnsal. Was können Sie uns über den Neffelbach erzählen? Ja, also der Neffelbach entspringt einen guten Kilometer hier oberhalb, kurz vor der Wasserscheide zwischen Maas und Rhein. Aha. Jetzt leider nicht mehr, die ursprüngliche Quelle ist versiegt. Mhm. Er entspringt jetzt hier ein bisschen unterhalb am Wasserwerk. Der Neffelbach, die Quelle liegt 350 Meter hoch. Der Neffelbach ist 40 Kilometer lang. 40 Kilometer lang und mündet bei Kerpen in die Erf bei einer Höhe von 75 Meter. Früher musste Neffelbach wohl sehr viel Wasser geführt haben, denn wir haben hier über 25 Mühlen, quasi jeden anderthalb Kilometer eine neue Mühle. Ja, wir sind jetzt gut 10 Minuten unterwegs hier am Neffelbach von der Quelle aus. Mhm. Und schon kommt die Burg. Hier drin. Ja, kommt die Burg in sich und auf die Gegenüber ist die Göttersheimer Mühle. Wie, in welcher Beziehung stehen denn beide? Ja, die gehören eigentlich zusammen. Und die Göttersheimer Burg ist aber gebaut worden, quasi als Beschützerin der Mühlen, die hier allein im Niedergener Gebiet haben wir ja 6, 7 Mühlen. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob der Dr. Waldmann, der Burgenbesitzer, Mühlenbesitzer, ob er zu Hause ist, wollen wir mal zu ihm gehen. Okay. Also das ist die Göttersheimer Mühle. Das ist die oberste Mühle am Neffelbach. Zu Zeiten der Merowinger sind diese ganzen Mühlen mit den Mühlengräben angelegt worden. In der Börde bei Zülpich-Jülich waren die guten Getreidefelder. Hier in der Voreifel war der Neffelbach mit seiner Wasserkraft. Ist die älteste Mühlenlandschaft Deutschlands, wahrscheinlich Europas, sagt der Landschaftsverband Rheinland. Wir stehen also hier auf sehr geschichtsträchtigem Boden. Das Mahlwerk ist im Krieg zerstört worden und danach nicht mehr in Betrieb gegangen. Meine Vorgänger haben die Mühleneinrichtung anderweitig verwendet, entfernt und die Räume zu Wohnräumen umgebaut. Relikte sind noch ein Mühlstein und ein Schleifstein aus der Zeit. So, jetzt sehen wir hier die Göttersheimer Burg. Helmut, was kannst du als Burgenbesitzer dazu uns erzählen? Also, sie ist ein Ankerpunkt, ein Blickfang in der ganzen Landschaft, eingebettet vor dem Kranberg, direkt neben dem Neffelbach, an der obersten Mühle am Neffelbach gelegen. Der Sitz des Ritters zu Gödersheim, der die Aufgabe hatte, die Mühlen hier im Neffeltal zu schützen. Erstmals erwähnt im 14. Jahrhundert, sicher viel älter, aber lange Jahre vernachlässigt worden, aber jetzt wieder sozusagen auferstanden. Hier war ein Wassergraben rum und dann ist man da unten, das war tiefer gelegt, dass man da durchgefahren und da hat der Verwalter gewohnt, das ist der Kastellan. Und da war ein Wirtschaftsgebäude hier, da sind noch restliche Mauer davon. Man beachte oben den Ziergiebel aus dem 14. Jahrhundert, ist ganz selten in dieser Form. Ähnliche gibt es erst wieder in Gent in Belgien, diese verzierten Giebelsteine. Thank you.